Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir sind bei den Beyer Dynamics Kopfhörern DT 240 Pro. Die werde ich jetzt mal das erste Mal aufsetzen. Ah, hier steht so eine Seriennummer an der Seite dran. Sehe ich jetzt erst. Also da. Könnt ihr schlecht erkennen, aber da steht eine Seriennummer drauf. So, und jetzt setze ich die mal auf. Oh, die sind sehr bequem, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, die sind ein bisschen, drücken ein bisschen mehr, aber nö. Auch meine Ohrringe gucken unten raus und drückt nicht, ist nicht, also tut nicht weh, weil bei diesen kleineren habe ich immer so das Problem bei den meisten, dass die dann halt, wenn die ein bisschen halt enger sind, drücken und die Ohrringe unten rausgucken, dass es dann so ein bisschen einschneidendes Erlebnis ist, aber hier gar nicht. Funktioniert sehr gut, auch oben schön gepolstert. Also Tragekomfort ist schon mal echt gut. So, ich mache die mal komplett auf, dass ihr mal das sehen könnt. Ich setze mir die nochmal auf, dann könnt ihr sehen, was oben am Platz ist. Also, ich würde sagen, oh, für Dickschädel ist dafür gesorgt. Wir haben hier Metall. Unten ist Plaste, da wird einrastet. Hier so ein bisschen. Aber ich denke mal, erst ist nur so drüber. So, hier an der Seite, wie gesagt, steht die Seriennummer. So, und so sehen die Kopfhörer dann aus. Ja, da auch. Und auf beiden steht halt DT 240 Pro Professional Headphone. Ich glaube, da kann man dann noch ein Mikrofon anschließen. Aber bei mir war jetzt hier kein Mikrofon mit bei. Bei Headphone? Also bei mir war jetzt hier kein Mikrofon irgendwo mit bei. Oder habe ich hier was vergessen, irgendwo auszupacken? Nö. Nö. Wir haben zwar hier unten zwei Löcher, aber ich dachte eigentlich, dass die für die Kabel sind, dass man das aussuchen kann, ob man links oder rechts reinmacht. Also da werden wir uns gleich mal überraschen lassen. Weil hier am Kabel ist auch keine Vorrichtung. Den zeige ich euch jetzt. Ich fange jetzt mal beim kleinen Stück an. Da, wo in den Kopfhörer reingeht, das ist das. Das ist ein 2,5 mm Klinke. Stereo, wie ihr seht. Und hier geht er raus. Und im Gegensatz zu Sony, wartet, ich muss mal so machen, dass ihr das seht. Ist das nicht locker wie so ein Lämmerschwanz, sondern ist schön stabil und fest. So, dann haben wir so ein Stück Kabel. Dann kommt so ein Stück elastischer Kabel. Also eingedrehter. Und dann kommt nochmal so ein Stück normaler. Auch hier ist wieder so eine Vorrichtung. Ja, und auch hier ist es wieder fest. Und da ist ein 3,5 mm Klinkeanschluss dran. Mit einem Schraubgewinde, aber ich vermute, das werde ich mal auspacken. Das Schraubgewinde ist, wenn man den Adapter, der auch vergoldet, also alle Stecker sind vergoldet, auch dieser, kann man das dann hier reinstecken und festdrehen. Dass, wenn da eine Anlage drin ist, dass man das komplett rausziehen kann, indem man hier festhält. Weil ich habe es auch früher schon mal gehabt, wo ich noch so einen Anschluss hatte, so einen großen. Dass, wenn das dann halt nur so ringeklickt ist, dass das Ding dann halt in der Anlage war und teilweise wirklich nur so viel, oh, das seht ihr nicht, so viel Ring hatte. Ja, und dann versuchen wir da das wieder abzugreifen. Hier haben wir natürlich mehr Platz, hier haben wir so. Aber so ist es natürlich jetzt fest dran, ne? Ja, und wir können das einfach gemütlich rausziehen, ohne irgendwelche Fummelarbeit. Und die sind gut miteinander verbunden, damit natürlich auch der Ton gut rüberkommt. So.
Oben haben wir auch schön gepolstert. Das hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. So, ich drücke mal hier rein. Also ihr seht, meine Daumen verschwinden da fast drin. Ne? Auch hier an der Seite ist so ein bisschen gepolstert. Aber hier oben halt, ich zeige euch das nochmal so. Also da ist wirklich viel Polster drin. Ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt im Test schlagen werden. Dafür würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir sehen uns gleich am PC wieder. Da werde ich die mal reinmachen in den PC. Und dann werden wir mal gucken, ob das wirklich so mit den Steckern da unten so ist, dass man das wirklich hin und her tauschen kann. Und wir wollen uns natürlich die Qualität angucken. Es sind auch wirklich definitiv zwei Stecker. Und die sehen exakt gleich aus. Na, das werden wir uns gleich mal angucken. Dann würde ich mich jetzt für den Unboxing-Tisch hier erstmal verabschieden und einen Schnitt machen, dass wir uns gleich am PC wiedersehen. So, und da sind wir auch schon am PC. Jetzt müssen wir das natürlich noch testen. Ich mache jetzt erstmal, dann könnt ihr jetzt mal kurz was hören. So. Zack, und schon ist der Kabel drin. Muss ich aber natürlich jetzt lauter drehen, weil irgendwie fordert mit dem Rädchen, wenn ich da Kopfhörer drin mache, nicht richtig hin, dann ist den Kopfhörer mal leise. Alle. Da kommt diesen Ton. Ich bin das Zimmer war, ein Unikat. Einer von denen, die nicht mit der Masse gehen, wenn die ganze zu nicht passt. Das hat jeden, der nichts verloren in meinem Leben. Ich bin das Zimmer war, ein Unikat. Einer von denen, die nicht mit der Masse gehen, wenn die ganze zu nicht passt. Das hat jeden, der nichts verloren in meinem Leben. Hören wir mal rein. Ich bin was immer war, ein Unikat. Einer von denen, die nicht mit der Masse gehen, wenn die ganze Tour nicht passt. Das hat den, der hat nichts verloren in meinem Leben. Ich bin was immer war, ein Unikat. Einer von denen, die nicht mit der Masse gehen, wenn die ganze Tour nicht passt. Hören wir mal das nächste Lied drin. Spulen mal ein bisschen. Das ist Nemesis mit dem Album Gerechter Zorn, das ist eine Band bei mir aus der Ecke. Die haben bei Amazon die CD veröffentlicht, aber ich werde euch den Amazon-Link mal hier packen, könnt ihr die denn rufen, wenn ihr wollt. Gut an. Bereitet sich vor auf das, was naht. Die zweite Runde ist vollendet, weil kommt der Tag seiner Rechnung, die noch zu begleichen hat. Drehen wir mal jetzt lauter. Alles nur eine Frage der Zeit, dann kehrt er wieder zurück. Ganz laut lieber nicht. Mit neuer Helligkeit als so eine Frage der Zeit, dann kehrt ihr wieder zurück. Und mit wieder Helligkeit. Einmal in 100 Jahren vergeht er. Also der Sound ist echt gut, aber ich habe da gerade was festgestellt. Ich bin mir nicht sicher, ich muss mal was überprüfen. Und so. Der linke ist ein bisschen lauter als der rechte. Das ist mir so beim Hören nicht aufgefallen, nur an der einen Stelle ist es mir aufgefallen, wo er gesungen hat. Sonst hört man das eigentlich nicht.
einstellen kann man das ja nicht wirklich. Ich guck mal. Ob man da noch was machen kann. So, da haben wir hier halt nur den Pegel. Aber das mal Studioqualität, da ändere ich jetzt nichts. So, jetzt zeig mal, dass die alleine Kontrolle darüber haben können, die Anwendungen. Nee. Das ist immer noch. Es ist nicht viel, aber an einer Stelle hier habe ich es halt gehört. Nee, machen wir mal hier das. Sie die Wahrheit suchten, wurden sie verbrannt. Wow, oh, oh. Kommst du mal zur Stadt der Dinge sein? Wow, oh. Menschen, die brennen vor Schmerzen schreien. Wow, oh. Das kann an meinem Rad liegen. Moment, ich muss das nochmal überprüfen. Ja, es sind nicht die Kopfhörer, es ist mein Rädchen. Also ich habe hier von Logitech, kann ich euch ja mal zeigen, so ein Ding. Und hier kommt das praktisch von unten her, von dem Subwoofer sozusagen und vom Subwoofer jeden Kabel raus zum PC und jeweils ein für linke und rechte Box und halt dieser Kabel. Dadurch kann ich jetzt hier mit diesem Rädchen praktisch laut leise stellen. Und ich habe hier einen Anschluss für den Kopfhörer. So. Und hier ist Ausschalten. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe ja vorne ohne Kopfhörer dran. Ja, jetzt sagt er mir natürlich, und ich sage Kopfhörer, okay. Ich mach mal nochmal hier an. Gut. Das Drehchen hat jetzt keinen Sinn mehr, logisch. Mit der Masse gehen, denn die ganze zu nicht passt. Das hat den, der hat nichts verloren in meinem Leben. Ich bin was hier mal war, ein Unikat. Einer von denen, die nicht mit der Masse gehen, denn die ganze zu nicht passt. Das hat den, der hat nichts verloren in meinem Leben. Geht natürlich jetzt nicht so laut, wie wenn ich's also hier an der Seite angeschlossen habe. Hier nochmal. Definitiv, also es hat am Rädchen gelegen, die sind nicht einer laut, einer leise. Es funktioniert wirklich gut. Ja. Definitiv wartet jetzt mein Fehler. Ich mache noch. Ja.
das nochmal kurz an. Vielleicht kommt der auf rein. Doch, hört sich geil an. Also die Qualität ist wirklich echt gut. Der Bass kommt gut rüber. Ich hatte erst gedacht, wirklich, dass der linke ein bisschen lauter ist. Ist es wirklich nicht so. Es liegt an dem Logitech-Teil. Ja, so werde ich den dann... Und das Gute ist halt wirklich, da macht sich das wirklich bemerkbar, dass man sich den Kabel aussuchen kann, auf welche Ohrmuschel man das klatscht. Weil bei mir steht der PC rechts unter mir. Und da ist halt auch, hier kommt der Kabel hoch. Wenn er jetzt links wäre, würde das natürlich hier quer rüber gehen. Wenn er bei mir links wäre, hätte ich ihn hierhin stecken können und auf der linken auch anschließen können. Also das macht sich echt extrem bemerkbar. Das ist schon mal cool. Und vor allen Dingen, kann das jetzt hier unten anschließen. Der baumelt jetzt hier. Stört mich jetzt hier nicht auf dem Tisch. Finde ich ehrlich gesagt saugeil. Also da werde ich ihn lassen. Dann werde ich mir hier oben rinlegen, muss mal gucken, dass ich Beedit betreiben kann oder aussuchen kann, was davon gehen soll. Da muss ich dann nochmal in den Einstellungen von meinem Board, vom MSI-Board gucken, dass ich Beedit oder halt, dass ich die separat an- und ausschalten kann. Oder kann man ja auch Kabel immer wieder einfach rausstecken. War jetzt meine Bequemlichkeit. So. Also wirklich, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Die sind schön weich. Wie gesagt, ich habe vorhin damit gehört und habe meine Frau gehört teilweise. Also, was ich bei anderen Kopfhörern nicht so habe. Da habe ich entweder Newton Sound und bin abgeschirmt. Oder ich bin nicht so abgeschirmt und habe dafür halt nicht so Newton Sound. Aber hier habe ich einen Sound, einen vernünftig Newton Sound. Und ich höre teilweise trotzdem noch, wenn meine Frau mich kurz anspricht, leise anspricht, höre ich das teilweise auch noch. Meine Ohren sind jetzt nicht die besten, davon mal abgesehen. Aber das finde ich echt geil. Also ich werde die jetzt in der nächsten Zeit öfters tragen. Ich mache mal die hier zusammen. Die packe ich mir hier oben rein. So. Hier oben rein. Und dann kann ich die dann das nächste Mal nutzen, wenn wir ein Hangout machen. Weil die sind schön bequem und nicht so eng. Wie gesagt, ich werde die jetzt weiterhin testen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich werde dann in der nächsten Zeit, ich denke mal in einer Woche, zwei Wochen, je nachdem, wie oft ich die benutze, werde ich einen Hardware-Check machen und noch meinen Senf dazu geben, wie sie sich jetzt im Alltag geschlagen haben. Wie gesagt, ich mache da auch noch ein Gewinnspiel. Ich habe zwei Stück davon, einmal für mich zum Testen und einmal für euch. Da mache ich auch noch ein Gewinnspiel. Bleibt einfach dran. Bis dahin, also an meinem Kanal, Bimmelglocke nicht vergessen zu aktivieren, dass ihr auch dann benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video habe. Ich bin dann jetzt weg. Also wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen natürlich. Und ich bin jetzt wirklich weg. Ahoi, sagt euer Odin.